zurück zu Ark Survival Evolved. Ich will euch zeigen, wie man es jetzt noch machen kann. Und zwar werden wir jetzt Feuer hier anzünden. Ein bisschen Fleisch machen. Dann haben wir selbst was zum Essen. Und haben wir den Preiswürz jetzt hier in der Warnschule. Spiel meint. Dann gucken wir mal, wie schnell dann das Ding hochgeht. Ja, ich laufe schon seit 3-4 Minuten, 5 Minuten herum, hat sich da gar nichts getan. Da drüben ist wieder so ein, den wir brauchen. Der hat sich verpackt, Leute. Aber da rechts hüpft nach oben. Das macht mir so ein bisschen Sorgen. Aber den da drüben, den hätte ich auch gern. Gerade wo der sich jetzt verpackt hat, das ist nämlich dann so einmalige Chance. Ich will jetzt hier nicht von ihm hier weg. Vor allem, ich glaube, weiß nicht, ob die Narco-Berries reichen werden für alle. Dann können wir nämlich auch mal gucken, bei uns erst was das bringt. So ein gebratenes Fleischstückchen. Später auch noch dieses bessere Fleisch, da dieses seltene Fleisch. Das ist alles dann wichtig, wichtig, wichtig später, wenn wir richtig anfangen zu zählen. Das ist mir jetzt erstmal so anfängliche Sachen, ein bisschen zählen aus Spaß, ein bisschen zeigen, was man überhaupt hier machen kann. Ich kenne das nicht, ich sehe leer. Vielleicht ist irgendwie dieses Vieh auch irgendwie verpackt. Nee, er läuft da rum. Aber es ist auch kein scharfer Zahn oder so. Ich dachte, das ist ganz cool. Nein. Der ist auf jeden Fall verpackt, das ist cool. Level 8. Können wir uns eigentlich ein paar Pfeilchen vorbereiten? Dann brauchen wir unseren kleinen Stego wieder.
seht, Kacke. Wie ist er denn da rausgekommen? Also können die sich entwickeln nach der Zeit dann wieder raus? Ich weiß nicht, wie viele Pfeile er braucht. Vielleicht kriegen wir ja trotzdem. Kommst du? Wenn er jetzt hier oben ist, dann machen wir wieder ein Narkosemittel. Dann gucken wir mal, ob der dadurch wieder fliegen wird. Nicht, dass der noch aufwacht. Keinen einzigen gefressen. Drittes Fleisch hat er keins gefressen bis jetzt. Warum? Jetzt hat er gefressen, aber auch wieder nicht das, was er soll. Ich hau mir jetzt das hier alles rein. Neue Fressanimation und Geräusche. Das hört sich echt bescheuert an. 41 Stück gehabt. Kein Fress, ey. Hier kann man die Menge einstellen. 20 Stück hätte ich gern. Dass hier gleichzeitig läuft, weil er wird noch 100 Jahre brauchen. 73%, der frisst das Gegrillte gar nicht mehr. Nö, hat jetzt das andere und essen wir es. Schneider. Jetzt hat er sich wieder verpackt. Geil. Perfekte Chance.
reichen, dann braucht man ja theoretisch keine Bären. Und da er jetzt natürlich mehr oder weniger auf dem Weg da ist, sieht das kurz. Der Fluss schnell, cool. Also der geht schnell. Der wird den Kroko auf jeden Fall noch überholen. Dann zurück, dass wir die beiden ein bisschen auf Rückweg leveln. Dass wir keinen hier verlieren und sterben oder so. Und die Lupen verlieren, das ist wurscht. Aber den Rest wollen wir warten. Nächste. Müssen wir mal gucken, wie bei denen die Torpe runtergeht. Das frisst schon. Ziemlich rum ist der Kleine. 28%. Torpe geht, die Benommenheit geht nicht so schnell runter, ist auch gut. Dann würde ich sagen, haben wir gleich zwei neue Dinos. Du jetzt nochmal 20 Bären eingedrückt. Den Rest will ich jetzt. 15 am Auge. Soll die ja schicken. Weil die ist ja fast durch, halt nur noch 20%. Hier nochmal ein Stück machen. Ich hab's vergessen aufzudrehen. Ich wollte ja die 10-Geschwindigkeit drücken. Fällt mir gerade. 100.000? Ich weiß nicht, wie es
sitzen die hier an der Straße. Das nervt so genug, dass da nicht. Alter. So, dort mal so ein hochgehen. Geht's ja jetzt auch? Das sieht man hier unten noch mal rein. Zwei Level, dann hat er Level 10. Der Kroko immer noch plus 6. Da hat er, glaube ich, Level plus 60 gehabt. Fleisch haben unsere Jungs genug. Ich glaube, es ist noch ein fest. Den lassen wir jetzt bei dem Namen Igua. Habst du? Folgst du mir? Yeah, boah, ist ja schnell. Der macht einen Hopser. Macht einen Hopser und ist immer hinter mir. Aber da kam jetzt auch kein Datenlog, dass wir den jetzt haben, weil den hatte ich nicht noch nie. Iguanodon, ein Sattel hätte ich, würde ich ihm gerne geben. Igu. Weil sonst stirbt er uns zu schnell, weg. Kann man sogar direkt machen. Gibt auch noch einen Fall. Jetzt noch, bis er fertig ist, und dann passt das mit dieser Folge. Dann haben wir jetzt zwei Stück gezähmt: ein Iguanodon und ein Alligatordon, der Sarkus. Sarkus gab es ja früher wirklich. Also, das Coole ist ja, diese ganzen Dinos und Tiere und so weiter, die gab es ja wirklich früher alle mal. Das ist keine Fantasie gewesen. Arktis und sicher extrem an die Tierbedingungen. Dass die da nicht alle sicher sind, wie groß das Tier war. Manche sagen, der T-Rex hatte früher Federn, andere sagen, er hatte so nackte Haut wie er hier. Die ganzen Dinosaurier hätten Federn immer gehabt. Ja.
ziemlich unsicher. Ich glaube, der muss noch zweimal fressen. Shit, shit, shit. Aber ich würde sagen, wir enden jetzt trotzdem diesen Part hier. Der ist jetzt lang genug. Wir haben einen Iguanodon gezähmt. Im nächsten wird dann das Krokodil fertig sein. Vielen Dank fürs Zuschauen.